Hallöchen und willkommen zurück zu Die Sims 3 Supernatural. So, in der letzten Folge haben wir den guten John Winchester erstellt und jetzt werden wir natürlich sein weibliches Pendant erstellen. Seine Lebensgefährtin, seine Frau. Und dafür müsste Sims auf jeden Fall erstmal ordentlich laden, was natürlich seine Zeit lang dauert. Das ist natürlich immer so. So, ja so. gut, da haben wir auf jeden Fall auch schon eine Frau. Ich werde aber jetzt erstmal hier mein Audio anschmeißen. Manchmal fehlt es einem, manchmal nicht. So, die Gute heißt Mary Winchester. Natürlich, wer hätte es von euch gedacht? Und ich hatte ja am Anfang stark überlegt, wird es jetzt eine Fee, wird es eine Hexe? Und ich habe mich dazu entschieden, sie zu einer Hexe werden zu lassen, weil für die Fee habe ich ein paar andere, ja, mehr oder weniger andere Eckchen rausgesucht, wer eine Fee werden könnte. Einige von euch kennen ja jetzt meine zweite Familie noch nicht, die Porno-WG, aber einige doch schon und da habe ich halt auch ein paar Pläne in der Richtung. Mary wird nicht grün, also oder halt irgendwie eine andere. Obwohl, eigentlich wäre es ja mal interessant, ne? So ein bisschen anderer Hautfarbe. Aber ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Sims erstelle, bin ich einfach jemand, der das recht human lässt. Und die Sims bei ihnen sehen nicht aus wie Trottel. Beziehungsweise halt wie die letzten Monster. So grünlich, könnte jetzt natürlich, ne, weil es eine Hexe ist, wir können ja so einen grünlichen Schimmer lassen. So ein bisschen blassgrünlich. Aber es sieht auch nicht cool aus, oder? Ich finde, es sieht sogar ein bisschen strange aus, aber... Ja gut, das ist ein Vorteil. Hexen immer grün, ne? Hexen können auch normal aussehen. Aber ja, ich lasse sie mal doch in der normalen Hautfarbe. Ja, sie hat zwei schlagende Argumente, wie man hier vorne sehen kann. Muskeldefinition ist nicht wirklich, also ist eigentlich schon vorhanden. Aber ich will, das ist jetzt so schwer, ne? Wenn jemand die Serie schon gesehen hat, aber noch nicht so weit ist wie ich, dann darf ich ja jetzt auch gar nicht richtig spoilern. Weil... Ich könnte ja so viel erzählen. Oh Gott, das sind zu schlagende Argumente, die sie da hat. Das ist mir ein bisschen zu krass. So, dann gleich mal zu den Frisuren. Da werde ich vielleicht auf eine neue zurückgreifen, vielleicht aber auch nicht. Das werden sie definitiv nicht. Also es gibt schöne neue Frisuren, es gibt aber auch grässliche neue Frisuren. Ich finde vor allem bei Frauen ist es immer so eine krasse Geschmackssache. Das sieht eigentlich ganz süß aus, aber passt irgendwie mehr zu einer Fee. Aber ist eigentlich auch egal. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Das würde ich sogar, denke ich, nehmen, weil ich die Frisur an sich auch ganz schön finde. Das ist mir jetzt zu blond. Ja, das ist ein angenehmes, so ein Honigblond mehr oder weniger. Können wir nochmal gucken. Nein, das wollte ich nicht. Genau, das wollte ich. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie ein paar Strähnchen reinbekommen. Honigblonde Strähnchen. Oder orange Strähnchen, je nachdem, ne? Moment. Ja, okay, hier, Honigblond, hast du deine Strähnchen. Freust du dich? So, ansonsten hätte ich vielleicht auch noch eine andere Frisur ausgewählt, aber ich finde die echt hübsch. Also für Fairy Tales, vor allem für Feen, ne, ist die wirklich atemberaubend. Also dementsprechend nehmen wir die jetzt einfach mal. Wir können natürlich nochmal gucken. Ja, jetzt zerstöre ich zwar mir wieder meine Frisur, aber ist ja auch egal. Also das... Ja, fände ich auch noch in Ordnung, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist so die typische Feenfrisur. Ich finde im Preview-Video, falls ihr das Preview-Video zu Supernatural geschaut habt von EA, da sieht diese Frisur richtig toll aus. Also nicht die, sondern die davor eben. Aber irgendwie bei den eigenen Sims sehen die entweder kacke aus oder totaler Müll. Keine Ahnung, entweder ich erstelle die falschen Sims oder bei mir sehen die grundsätzlich scheiße aus. Ich habe keine Ahnung. So... Den Kopf hat sie eigentlich schon, den ich haben will. Wie gesagt, ich stelle hier immer Nummer 2 ein. Aber ein paar Hexenöhrchen kann sie ruhig haben, wenn sie mag. Kann ruhig ein paar spitze Öhrchen haben. Das sieht man sowieso nicht so richtig krass mit der Frisur. So, ein paar spitze Öhrchen. Dann ein bisschen kleinere Ohren. Ein bisschen Ohrenrundungen. So, dann hat sie auf jeden Fall auch einen sehr übernatürlichen Touch. Mit ihr würde ich halt gerne vor allem ja, die Alchemie mir anschauen. Bei Alchemie ist ja jetzt auch was neu dazugekommen ist und das sieht auch auf jeden Fall sehr spannend aus. Und dementsprechend würde ich da doch gern mal reinschauen und mich damit auch näher befassen und so. Hier muss ich mal ein bisschen
Ja, das sieht so merkwürdig aus. Also manchmal sehen die Münder echt ein bisschen komisch aus. Ich gebe ja immer noch so ein bisschen Mundwinkel, damit die auch mal ein bisschen lächeln und nicht nur so starr in der Gegend herumstarren. Das sieht zwar jetzt auch nicht perfekt aus, aber ist ja egal. Die Lippen werden wir sowieso so, entschuldigt, extrem selten zu Gesicht bekommen. Dementsprechend, wer macht denn so ein Make-up? Also da muss man ja entweder betrunken oder total Panne gewesen sein, wenn man sich so geschminkt hat. Also wenn ich mich jemals so schminken sollte, ich mache ein Foto für euch und stelle es dann einfach mal online, wenn ich so bescheuert dabei aussehe. Ja, was, ja, so lila? Lila finde ich eigentlich ganz schön, passt auch zu ihrem Oberteil, aber das werde ich ja sowieso ändern. Deswegen lassen wir es erstmal so. Oh, das ist aber hübsch. Hier voll in den verschiedenen Farben. Oh, wie schön. So ein Gold ist auch toll. Ich möchte mal den Goldton irgendwie haben. Kann ich den irgendwie kopieren? Moment. 2,29, 177, 0. Mal gucken. 2,29, 177 und 0. So. Hey, ich finde das irgendwie cool, aber es ist irgendwie ein bisschen. Du kannst ja noch ein bisschen dunkler machen. Jetzt haben wir so einen extremen Goldton. Beißt sich vielleicht ein bisschen arg mit den Haaren. Könnten ja auch mal ein bisschen in andere. Jetzt experimentiere ich hier doch rum, obwohl ich hier überhaupt nicht rumexperimentieren wollte. Aber wer kann es mir verübeln? Es geht um Make-up. Nee, also so Make-up-versessen bin ich Gott sei Dank nicht. Ich bin eigentlich da recht human. Der Lidstrich ist mir jetzt aber ein bisschen dunkel. Bam, bam. Der ist mir. So könnten wir es eigentlich lassen. Also wir haben jetzt goldenen Lidschatten und goldenen Eyeliner, aber ja, wenn sie es tragen kann, ne? Also ich finde es gut. Es sieht ein bisschen, ja, sieht lustig aus. Keine Ahnung. Ich stehe auf sowas total verrückt. Ich selbst würde es mir nicht machen. Aber hey, ist ja auch völlig egal. Ich will ja nicht wissen, was ich hier machen will, sondern was sie macht. Wie gesagt, Tattoos lasse ich erstmal weg. Das können wir im weiteren Spielverlauf gerne noch machen. Das typische Hexenkostüm gebe ich ihr, denke ich mal, nicht, weil das finde ich, wie gesagt, nicht so berauschend, weil wir sind ja auch nicht mehr im Mittelalter, ne, mit Hexenverfolgung und so, das ist ja hier nicht mehr. So, dann werde ich mal schauen, ob ich für sie etwas Hübsches finde. Das finde ich nämlich zum Beispiel sehr elegant irgendwo, aber das passt nicht, finde ich, zu ihrem Typ. Das sieht irgendwie. Nee, das passt irgendwie nicht zu einer Mami, keine Ahnung. Das sieht mir ein bisschen zu unschuldig aus. Jetzt kann ich hier wieder ewig lang und 3 Tage durchsuchen. Nächstes Mal versprochen, mache ich mir ein Konzept. Das sieht eigentlich ganz süß aus irgendwie. Nächstes Mal mache ich mir ein Konzept, wo ich dann genau weiß, was ich denn. Oh je. Was ich ihr denn anziehen werde. Ich kann ihr natürlich auch eines der neueren Sachen anziehen. Klar, kein Thema. Sowas zum Beispiel. So ein bisschen Blümchen-elfenhaft, wie gesagt, feenhaft mehr in die Richtung. Also nicht wirklich passend zu ihrem Typ. Na komm, zieh an. Boah, ich hasse sowas, wenn sowas ewig und 3 Tage dauert. Aber das passt jetzt, finde ich, auch nicht so wirklich. Schwierig. Ich finde die neue Musik übrigens auch cool, muss ich sagen. Sowas könnten wir doch anziehen. Ja, sowas sieht eigentlich ganz gut aus. Es ist jetzt selbst was Neues, es ist nicht unbedingt mega cool, aber es sieht auch nicht mega verrückt aus. Dementsprechend können wir das ruhig tragen. Und ich finde die Musik, wie gesagt, ganz cool eigentlich sogar, muss ich ehrlich sagen. Die neue, die dazu kam. So ein Röckchen dazu. Ich weiß ja nicht, sieht ja ein bisschen dämlich aus, oder? So. Ich würde dazu eigentlich, glaube ich, sogar zu einer Hose tendieren. Aber das sieht ja auch nicht so toll aus. Oh Mann, ich sollte mir echt nächstes Mal einen Plan machen, was ich hier überhaupt treibe. Das ist immer ganz schlimm. Man denkt immer, man weiß eigentlich genau, was man den Sims anzieht, aber irgendwie wird es dann doch nicht zu dem, was man denen denn anzieht. Das ist eigentlich eine süße Hose. Ich muss mal gucken, ob ich dazu irgendwie ein süßes Oberteil finde. Weil dann können wir dieses Zugeknöpfte eigentlich ein bisschen wegmachen. Kann ein bisschen moderner hier rumlaufen. Ja, das ist halt, man braucht immer länger für einen weiblichen Sim als wie für einen männlichen. Das ist leider immer so. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil die Weiber einfach viel mehr Auswahl an Klamotten haben. Und einfach, weil man sich hier irgendwie mehr Zeit einfach nimmt.
Weil ich glaube, viele spielen auch, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich spiele auch lieber weibliche Sims, einfach weil es eine größere Auswahl an Klamotten gibt. Und das macht dann irgendwie viel mehr Spaß, die zu spielen, weil man sich dann immer wieder neu erfinden kann und immer wieder neue Klamotten anziehen kann. Oh Mann, das, na, ich will da jetzt nur irgendwie ein passendes, gescheites Oberteil. Aber es sollte halt auch schon irgendwie was Supernatural-mäßiges sein, das wäre toll. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber dazu bräuchte ich irgendwie eine passende Hose und die habe ich wahrscheinlich irgendwie nicht richtig. Es ist auch immer so eine Qual, wenn man dann irgendwie was Tolles findet und dann hat man aber irgendwie nicht die passende Hose dazu. Ja, das sieht ja immer mega. Das würde eigentlich sogar noch passen. Aber das, boah, das sieht so kacke aus. Das sieht irgendwie so schlampig aus. Ich will doch nur einfach nur so eine ganz normale Mami. Ja, die Hose ist eigentlich auch noch gut. Oh Mann, jetzt gefällt mir das Oberteil wieder nicht. Kennt ihr das? Ihr habt was Tolles gefunden, was Passendes, und dann gefällt euch das andere dann wieder nicht mehr. Und hier und da, boah, das ist so anstrengend. Das ist unglaublich. Und ich lasse mich jetzt hier 5 Stunden aus. Hallo? Ja, theoretisch würde das ja sogar gehen. Ich glaube, ich nehme einfach mal das Grau von dem Oberteil und nehme das einfach mal für meine Hose. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt passt. So, wir nehmen das jetzt einfach erstmal so. Also, ihr könnt mir dann. Also, ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. Also, für die neuen Zuschauer jetzt. Ich beziehe meine Community ganz viel mit ein. Das wissen meine Abonnenten und dementsprechend können sie mir immer Tipps und Tricks und sonst was sagen. Und vor allem aber halt auch. Keine Ahnung, Verbesserungsvorschläge und ich frage sie halt auch ganz viel, wenn ich zum Beispiel Namen habe, die gegeben werden müssen, dann dürfen meistens meine Abonnenten das aussuchen und ja, so ist es dann halt auch mit meinetwegen Klamotten oder so, dass wenn denen was gar nicht gefällt, dass sie mir dann ruhig sagen können, ja, Tyra, das sieht zwar toll aus, aber irgendwie passt es nicht so richtig. Dementsprechend zieh mal was anderes bitte an und dann werde ich das auch versuchen zu berücksichtigen. Also, es ist hier ein angenehmes Geben und Nehmen, ein angenehmes Klimata. Nee, keine Ahnung. Aber wie gesagt, meine Abonnenten kennen mich ja jetzt schon eine ganze Weile. Ich bin seit über einem Jahr auf YouTube und wer jetzt vielleicht auch noch fragt, das ist auch immer so die beliebteste Frage in den ersten Parts, welche Addons ich dann benutze, einfach mal unten in die Videobeschreibung schauen. Da stehen meine Addons drin oder ich sag's ihr euch jetzt einfach. Also ich benutze eigentlich alle größeren Addons. Das heißt, ich benutze ja alles außer die Accessoire-Packs, weil die finde ich maßlos übertrieben teuer. Für das bisschen, was da drin ist, ist es einfach meiner Meinung nach kompletter Bullshit. Nee, Krallen machen wir bei ihr nicht. Ja, keine Ahnung, also. Ist nicht unbedingt meins. Wer es braucht, der soll es sich kaufen. Ich habe es allerdings jedoch noch nie gemacht. Weil, wie gesagt, also manche Sachen kann man sich aus dem Store runterladen. Man hat ja, wenn man Reiseabenteuer und die Sims 3 kauft, ich weiß nicht mehr, ob es inzwischen auch noch so ist. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, die Frisur zu safen? Oh, natürlich. Welche Frisur hatte ich? Die neue, ne? So. Ja, wer Reiseabenteuer damals gekauft hat, gilt vielleicht heute auch noch. Und Sims 3 normal, der hat ja auf jeden Fall auch 2000 Sim-Points gut geschrieben bekommen. Ich nehme übrigens das Kleid, das ist aus dem Store. Das habe ich mir aus dem Store gekauft, das ist eins mit der hübschesten. Dementsprechend ziehe ich meiner Mary das jetzt an. Und ja, von diesen 2000 Sim-Points kann man sich eigentlich auch eine Menge kaufen. Also. Ich hatte bisher mir eigentlich recht viele Klamotten gekauft, vor allem halt für die Frauen. Weil, wie gesagt, für die Kinder finde ich, gibt es auch nicht so viel Auswahl, beziehungsweise es gefällt dann einfach nicht mehr wirklich. Das ist auch öfter so eine Sache, dass man halt was findet und sich denkt, wow, es sieht so toll aus im Probably. Store. Und dann denkt man sich dann aber doch im Nachhinein, boah, nee, das sieht irgendwie total kacke aus. So, wir werden mal. Wir können das mal in Rot machen. Ich finde es eigentlich auch ganz hübsch. Das verdeckt auch so ein bisschen. So, in Rot. Alles klar. Nee, Moment. Wenn wir das in Schwarz wieder machen.
Ja, können wir sogar noch ein bisschen heller machen. So, dann nehmen wir das jetzt einfach mal so. Das passt zum Schlafen. Wir werden mal wieder hier nicht pünktlich fertig. Ich hab's geahnt. Aber hey, es ist das ja immer und es stört mich auch nicht wirklich, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, ich nehme auch gerne mal ein bisschen länger auf. Ich versuche mich halt so gut es geht an mein 15-Minuten-Limit mehr oder weniger zu halten, weil mein Rendern einfach verdammt lange dauert mit meinem Programm. Und dementsprechend ist das immer wieder ein bisschen anstrengend, wenn man dann halt ja länger als 15 Minuten aufnimmt. So als kleine Orientierung. Ich nehme ja hier in 1080p auf und rendere das auch in 1080p. Und dann dauert das gute 1,5 Stunden für so einen 15-Minuten-Part. Und wenn ich aber zum Beispiel Sims 3 die ersten Eindrücke, die habe ich extra in 720p nur gerendert, weil da haben die auch 2 Stunden gebraucht und sonst hätten die wahrscheinlich 3,5 bis 4 Stunden gebraucht. Also es ist schon verdammt lange. Also manche sehen Zeitaufwand einfach nicht dahinter. Also ich mache es ja gern, kein Thema. Ich mache es verdammt gerne. Aber das ist halt alles, wie gesagt, ein bisschen, ja, ein bisschen zeitaufwendig. So, wir sind auf jeden Fall Fan des Übernatürlichen. Ich weiß nicht, ob es eigentlich sinnvoll ist, ein übernatürliches Wesen dieses Merkmal hier zu geben. Wir sind angemessen. Also gutes Benehmen und so ist bei ihr auf jeden Fall drin. Sie ist auf jeden Fall. Was wollen wir denn noch nehmen? Ist sie künstlerisch? Nein. Nachdenklich? Nein. Nachteule. Bis zum Leben erwachen, Nachteulen, ja, können wir ihr gerne geben. Partygängerin nicht wirklich. Ja, ist gut. Sie ist aber auf jeden Fall eine Schmeichlerin. Ich gebe meinen Sims irgendwie sehr ungern negative Eigenschaften. Ich habe keine Ahnung warum. Ich sollte eigentlich mich mal daran gewöhnen, ihnen negative, auf jeden Fall eine negative Eigenschaft zu geben, weil das Spiel sonst einfach ein bisschen zu leicht wird. Kleptomanisch? Willst du kleptomanisch sein? Ist aber ein bisschen böse. Du kannst auf jeden Fall mal ein Hitzkopf sein. Das passt bestimmt zu dir. So, Wunderheilerin. Heile 2 verschiedene verwandelte Sims mit Sonnenscheinzauber oder starken Heilungselixieren. Meisterin der Mystik. Level 10 der Wahrsager oder Zombie-Meisterin. Oh, wir haben jetzt hier so viel die Auswahl. Ich denke, wir werden mal mit ihr erstmal Alchemie-Künstlerin. Wobei mich Meisterin der Mystik auch interessiert. Aber wir werden mit ihr erstmal, denke ich, Alchemiekünstlerin. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so direkt ein neuer Beruf ist. Aber ist ja auch völlig egal. So, sie steht auch natürlich auf Pop und ihre Lieblingsfarbe ist rot. Ja, und damit haben wir die Mary Winchester auch beendet. In der nächsten Folge werden wir dann den kleinen Dean Winchester erstellen. Und dann sind wir auch soweit fertig. Alles andere wird sich im Let's Play entwickeln. Sprich, wir haben jetzt 3 Folgen Charakterstellung gehabt, dann gibt es nochmal zusätzlich 4 Folgen des normalen Let's Plays und dann wird halt die Porno-WG wieder an den Zug kommen. Ja, so, wir können ja schon mal einstellen. Wir nehmen ein Kind, noch kein Teenager. Also ich wollte als erstes eigentlich 2 Kinder nehmen, aber so können wir das auf jeden Fall so lassen. Einen kleinen Jungen, ein Kind. So, und ja, damit verabschiede ich mich auch mal für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!